Hi, willkommen zurück bei Mario RPG 4 Dream Team Brothers. Wir gehen gleich zu Herrn Blöttle. Ich möchte euch nur mal darauf hinweisen, dass ich Erfahrungsstiefel gefunden habe, genau an dieser Stelle, wo die Kanone ist, am Pyjama-Gipfel. Da gibt es nämlich diesen Typen hier. Und wie wir seit neuestem wissen, sind ja die Blauen dafür zuständig, dass man mit ihrer Hilfe springen kann. Und ja, wenn man ihm sagt, dass ich Hilfe brauche, dann hilft er einem hier hochzukommen. Und hier in diesem Block gibt es die Erfahrungsstiefel. Da kann man dann besser leveln. Cool. Wird uns Blöckle geben, was wir wollen? Wir haben seine Aufgabe erfüllt und alle Felsen zerstört. Aber es ist ja Blöckle. Und? Habt ihr gute Neuigkeiten für mich, Jungs? Sagt mir schon, dass ihr die ganzen Felsen hinten im Park zertrümmert habt. Gut gemacht. Ich wusste doch, auf euch kann man sich verlassen. Wusste gleich, dass ihr das Zeug dazu habt. Und ein Vertrag ist ein Vertrag. Kommt, Jungs, immer mir nach. Okay, sieht im Moment gut aus. Jetzt kommt schon, Jungs. Naja, alles mit der Ruhe. Wir haben schon viel Arbeit geleistet. Können nicht mehr so schnell. Geht da jetzt da in das neue Gebiet unten, oder wie? Ja. Hier entlang. Hier konnten wir bislang noch nie hin. Aber jetzt? Ab hier übernehme ich. Verstanden, Chef. Zum Schatz geht's hier entlang. Ich gehe schon mal vor und warte auf euch. Ich weiß nicht. Okay, sieht hier eigentlich ganz nett aus, ne? Da ist er auch schon. Keine Bohne zu finden. Schade. Ja doch, da ist es. Also gut, bereit? Klar. Hiernach habt ihr die ganze Zeit gesucht. Das Pilzwaldbrett. Das ist also das Pilzwaldbrett? Ja, was denn sonst? Glaube ich mal so. Steht jedenfalls im Geschichtsbuch. Du weißt es nicht? Wir haben hier die ganze Drecksarbeit erledigt. Du weißt nicht einmal, ob das das Pilzwaldbrett ist? Chill out, woher hätte ich das denn wissen sollen? Ich hatte eine Vierengeschichte. Und damit bist du fein raus, oder was? Ja, mein Gott, ich habe lieber gezockt. Als dieser ganze Park noch ein matschiger Acker war, habe ich dieses Teil beim Umgraben gefunden. So war das, ja. Tja, hatte gerade eine harte Zeit hinter mir. Ich kam auf die Insel, um nochmal neu anzufangen, dachte vielleicht sie 50 Tage später. Voll gelangweilt. Das war jedenfalls die Zeit, als ich das Brett fand. Ein normales Brett sieht anders aus. Ja, dieses Brett ist was Besonderes. Glaube ich mal so. Darf ich es mir mal ansehen? Diese Maserung und dieser Glanz. Diese elegante Form. Es besteht kein Zweifel. Das ist das Pilzwaldbrett und keine Fälschung aus China. Wusste ich's doch. Puh! Jetzt, wo alles geklärt ist, kann ich mich wieder an die Arbeit machen. Vielen Dank, Herr Blöckle. Oh, Gott sei Dank. Yeah! Zweites Stück des Ulti-Betts erhalten. Dieses Pilzwaldbrett sieht ja schon seltsam aus. Sag, Traumbert, kommt dieses Brett echt von einem Baum? Jawohl! Die legendäre Pilzwaldeiche wuchs hier in der Gegend. Dieses Brett ist alles, was nach dem Verfall des Baums von ihm übrig bleibt. Der Baum stirbt und dann wird er zu einem Brett? Verrückt? Obwohl, vielleicht haben ihn auch die Abholzer so ein Brett verarbeitet. Ja, in der Tat. Und jetzt auf die anderen Teile des Bretts zu finden. Im Menü finden wir Infos zu den fehlenden Teilen. Jo, als nächstes gehen wir zur Wüste, oder? Weil die ist sowieso als nächstes gelistet gewesen. Ich habe den Pilzwaldpark ja vorgeschoben. Weil mich Herr Blöckle schon angelabert hat. Genau, du hast erfahren, dass die Nickertratze in der Nickerwüste sein soll. Aber wo genau könnte sie nur zu finden sein? Ich glaube, ihr wisst es und ich weiß es auch. Es gibt nämlich nur einen Bereich, den wir noch nicht erkunden konnten. Und da muss es ja sein. Also auf geht's, keine Zeit verschwenden, ab zur Nickerwüste. Hier haben wir auch schon die Röhre, deswegen geht das ganz schnell. Gab's da oben eigentlich auch eine oder gibt's da... Nee. Wir müssen zum Anfang zurück. Na gut. Aber es ist nicht so weit. Ein bisschen durch den Sand stapfen kann ja auch Spaß machen.
Übrigens habe ich die Erfahrungsstiefel nicht ausgerüstet, weil sie halt zu schwach sind. Das mache ich, wenn dann nur, wenn ich offscreen trainiere oder sowas. Mario bleibt bei seinen allseits beliebten Brüderstiefeln. Die sind aktuell am stärksten und heilen ständig die BP. Und das gefällt mir ja. Das wisst ihr ja. Vielleicht sollte ich mal kurz gucken, wie viele Bohnen ich inzwischen gefunden habe, weil... Oder? Ja, doch, machen wir mal. Weil Pilzwaldpark und sowas, das würde mich schon interessieren. Also, Flughafen Madamita ist perfekt. Im Pilzwaldpark fehlt eine! Oh, shit! In der Nickelwüste 4. Penemünde, da waren wir noch nicht. Im Pyjama-Gipfel fehlen noch 2. Und am Schlummerstrand 2. Ja, und da waren wir auch noch nicht. Okay, also es ist besser geworden, aber ich habe wohl irgendwo im Pilzwaldpark eine übersehen. Solltet ihr wissen, wo sie ist, schreibt es mir. Vielleicht ist die aber auch auf dem Weg zu diesem Somnambwald. Das kann sein. Wann müssen wir denn da eigentlich hin? Da ist ja, soweit ich weiß, kein Teil des Ultibets. Oder? Naja. Wir sehen es ja dann. Jetzt erstmal um die Wüste kümmern. Ich glaube, das wird hier auch relativ schnell gehen. Weil so viel kann doch da gar nicht mehr kommen, oder? Da rechts. So, wir sind schon da. Hier konnten wir letztens nicht weiter. Habe ich zumindest die Bohnen ausgegraben, die hier waren? Schon, ne? Ja, ja. Mit dem hohen Sprung können wir jetzt eben weiterkommen. Und was war hier das Problem? Och, guck mal hier. Blockburger. Hört auf! Was macht ihr eigentlich, ihr Tölpel? Schon seit Ewigkeiten kommen wir kein Stück weiter. Entschuldigung, Chefin. Ich meine, die Mauer hier ist wirklich dick und hart. Ehrlich gesagt, denke fast, da gibt's gar kein Durchkommen. Still jetzt! Jammerlappen! Oder was? Nicht genug Kraft im Arm, hä? Na, wie wär's dann damit, ihr Riesenbabys? Klettert doch drüber. Gar nicht schwer, oder? Seid einfach... Männer! Macht euren Job! Irgendwie glaube ich, sie hat einen Hass auf das männliche Geschlecht. Oh, das wird so nicht funktionieren. Vergesst es, arbeitet halt wieder da drüben weiter, ihr Lappen. Verstanden, Boss. Voll chillig. Oh, hey Jungs. Was los ist? Schätze sind hier in einer blöden, lästigen Sackgasse. Wegen dieser blöden Mauer können wir da drüben nicht weiterarbeiten. Und ich fühle sogar, dass dahinter irgendwo ein Schatz sein muss. Ich wünschte, wir könnten die Mauer einfach überspringen oder so. Ja, ich kann's, aber du nicht. Naja, träum weiter, Blockburger, aber träumen bringt hier wohl wirklich nicht viel. Sollte nicht so viel fantasieren, sondern lieber zurück an die Arbeit gehen. Genau. Überlass mir die Schätze, aber ich gehe jetzt erstmal zurück. Hier gibt's noch was zu holen. Also hochspringen kann ich nicht, aber hier. Das wird funktionieren. So. Nein. Ach, das war doch klar. Ich hasse solche nervigen Stellen. Aber wenn ich fliege, dann dürfte alles glatt gehen. Ach, das sind die Fotos. Cool. Die brauchen wir für später. Ah nein, da kann ich ja nicht hoch. Das ist zu hoch. Damit. Kann ich jetzt von da nicht nach rechts weiterfliegen? Oh, ist ein bisschen weit, aber ich probier's. Ja. Das ist eh nur Geld. Nicht so wichtig. Boing, boing, boing. Und dann geht's darüber. Yeah. Bilder gefunden. Dudum, dudum. Und jetzt schauen wir mal, was sich im neuen Gebiet so alles finden lässt. 4 Bohnen fehlen uns noch. Die sollten eigentlich alle dort sein. Weil ich glaube, ich war schon relativ gründlich bei der Nickerwüste. Da kann ich eigentlich nichts mehr übersehen haben. Auch nicht schon wieder ihr, Assis. Also gut, dann überlegen wir mal wieder. Also hier sind sehr viele rote. Aber die werden doch erst gelb, ne? Genau. Dann werden sie rot. Tschüss. Dann kommen die blauen rüber, sterben auch, genauso wie die gelben. Ja,
das war eine gute Kombi. Jetzt muss ich nur noch da den rot machen. Dann sterben die nächsten. Perfekt. Und nun haben wir nur noch ganz wenige Gegner. Mit denen werden wir wohl fertig werden. Nicht treffen lassen. Nein, ich habe keinen Bock auf diese dummen Effekte wie klein und vergiftet und was es nicht alles gibt. Verteidigung gesenkt, Angriff gesenkt. Das muss alles nicht sein. Gut, dann brauche ich gelb. Einmal springen. Nein, doch nicht. Wieder durcheinander gekommen. Aber wir haben ja noch Luigi. Der kann noch nachziehen. Und erledigt den Job. Haben wir eigentlich hier in der Wüste noch irgendwelche Bonusaufgaben? Ich glaube nur in der Traumwelt. Irgendwie den Gegnern ausweichen. Aber ansonsten habe ich alles geschafft. Darum brauche ich mich nicht zu sorgen. Tschüss. Ja, das ging eigentlich relativ gut. Hä? Aha. Da gibt es auch nochmal 5 Punkte. Cool. Wusste ich gar nicht. Aber gegen fast jeden Gegner gibt es diese Aufgabe. Sich nicht treffen lassen und da kriegt man 5 Punkte. Zumindest alle neuen schweren Gegner, weil den Anfangsgegnern war das natürlich noch nicht. So, und wir haben schon 2 der 4 Bohnen entdeckt. Voll cool. Boah, auch cool hier. Nehmen die mal mit, Mario. Kann man verkaufen. Sieht voll geil aus. Tempobohne. Und da habe ich wieder einen neuen Gegner entdeckt. Einen Dieb. Oh, die sind so nervig. Die können einem in den RPGs ständig die Items klauen. Und sogar Aktionen, also zum Beispiel, dass ich den Hammer nicht mehr einsetzen kann. Wow, Bomben, was geht ab? Ah, die nutzen Rauchbomben. Okay, sehe ich es auch. Ja, toll. Ja, sie klauen wohl nur das Geld. Aber 100 Münzen? Das ist ein bisschen viel. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich mache erstmal den roten Panzer und dann wird Luigi den Rest erledigen. Hoffe ich. Ah, jetzt wäre vielleicht auch ein Einsatz meines Ordens keine schlechte Idee gewesen mit dem zusätzlichen Angriff. Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Perfekt! So, einer ist schon down und die anderen 3, die werden schon noch abkratzen. Ah! Hä? Wieso ist er jetzt tot? Hat keinen Bock mehr. Dann lohnt sich's ja fast nicht mehr, hier den Flattercopter einzusetzen. Dann mache ich den Rest auch mit der grünen Shell. Was schauen die eigentlich so in den Himmel? Warten die auf irgendjemanden? Es könnte ja sein, dass die von jemandem abgeholt werden und so dann flüchten können, weil die flüchten sehr gerne, diese Gegner. Aber normalerweise laufen sie weg. Was, keiner ist abgekratzt? Boah, Luigi, du enttäuscht mich. Oder doch? Das ist ein bisschen seltsam, wie die sterben. Auf jeden Fall habe ich mein Geld zurück und sogar noch welches von ihnen bekommen. Ha! Gewinn! Die Rauchwolke nach dem Tod ist auch perfekt. Aha. Ein Kisso. Kümmere ich mich gleich drum. Ja, sonst ist hier nichts mehr. Ah, das neue Gebiet gefällt mir jetzt schon eigentlich. Auch wenn die Diebe natürlich noch nicht so wirklich ihr Potenzial entfalten konnten. Ich glaube, da wird es noch mehr Ärger geben mit denen. Was haben wir denn hier? Ultrapilz. Schön. Aber ich helfe jetzt erstmal dem Kisso. Dafür brauchen wir 37 für den nächsten Preis, ne? Und ich habe jetzt, glaube ich, 31. Also es dauert noch ein bisschen. Es wäre schön, wenn mir Traumswurf nicht immer diese Geburtstags-Items geben würde, weil mit denen kann ich nicht so viel anfangen. So, wie viel Traumsplitter? Einer. Ein Traumsplitter und der ist da unten. Wo sind wir jetzt nach oben gekommen? Boah, das ist wieder so ein mega großer Raum, aber immerhin, der Splitter befindet sich hier und zwar dort rechts. Ich brauche mit Sicherheit die Hilfe einer Luigision, aber wo ist sie? Da ist sie, okay. Ah, ich kann mir schon denken, dass ich hier bestimmt den Ball brauche, weil hier ist so ein Gefälle. Ah, nein, nein, ich will rollen. Ja, genau. Und los. Ja. Oh, da wären sogar Gegner gewesen. Ha, hab ich doch gewusst. Boah, wenn man sich gut anstellt, dann kann man da eine Menge Kohle bekommen. Vielleicht brauche ich etwas weniger Speed, um da reinzukommen. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Nach oben, komm, streng dich an. Ja, komm, weiter und runter. So, schnell genug für ganz oben. Perfekt.
weiter. Springen kann man ja nicht, also falsch machen kann ich eigentlich nichts. Genau. Bam! Du sollst es kaputt machen. Was zum Teufel hat Mario gerade getroffen? Die Wand? Naja, jetzt ist aber frei. Die Nummer 32. Also diese Ungenauigkeit beim Schlagen, das ist ja schon mal aufgefallen. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob das an mir lag oder an den Entwicklern. Lassen wir die Diskussion einfach. Ja, du bist frei, super, schön. Freuen wir uns alle. Yay, Party! Gut. Das Gelaber würde ich mir, wenn dann, nur anhören, wenn es ein blauer ist. Weil die haben ja noch einen Zusatzeffekt, dass man hochspringen kann. Aber die normalen, rosanen, die können nix. Oh, zu 5 sind die jetzt da. Verdammt. Ja, schneller sind sie auch noch. Aber eigentlich ist es einfach, den auszuweichen. Man weiß nur nicht, wen sie angreifen. Ah, doch, die schauen vorher zu demjenigen hin. Okay. Ich versuch's mal mit Bomben-Derby. Weil ich da ja generell ein schlechtes Gefühl habe. Obwohl, inzwischen habe ich das echt drauf. Geiler Scheiß. Boah, nur noch einer. Und der ist dank meines Bonuseffekts tot. Ohne Schäden 42 bestanden. Nächsten Punkte. Geil. Die haben wir so richtig nice gekillt. Tja, wer sich mit mir anlenkt, hat eben Probleme. Das sollte allen klar sein. Die vorletzte Bohne. Komm schon, die letzte finden wir auch noch irgendwo hier. Bin ich mit dem zweiten Bohnengebiet sozusagen fertig. Es gibt noch eine Möglichkeit. Also hier haben wir jetzt gleich so eine Teleporterröhre, sehe ich auf der Karte. Und eine grüne gibt es hier auch noch. Jetzt dann wohl in den Untergrund gehen. Und dort sollten wir dann das Ultibet-Teil finden. Aber jetzt erstmal wieder hier mit den Viechern kämpfen. Also einmal springen war blau. Dann sind die oben weg. Gut, dann sterben noch die aus Glück und die roten auch noch. Oh, das war die perfekte Kombi, hey. Nice. Und da unten kann ich jetzt eigentlich nichts machen, oder doch? Ich kann den auch noch blau machen. Dann habe ich nur noch die zwei gelben. Mega krass. Kann man es auch irgendwie schaffen, dass alle sofort sterben? Das sollte auch möglich sein, oder? Ja, aber so lange rumzusuchen, nur um die letzten 2 bis 4 Gegner auch noch zu töten, das ist es eigentlich nicht wert. Die mache ich dann halt so platt. Wenn sie sich dann natürlich sträuben, so wie der, dann kann es ein bisschen nerven, aber was soll's. Weil ich habe voll viele Geheimkartons in letzter Zeit bekommen. Und beim nächsten Kampf gibt's Level 30. Yeah. Also Teleporterröhre. Einmal aktivieren, damit wir hier später wieder zurückkehren können. Sollte es nötig sein, ich glaube aber nicht. Komm schon, wo ist die letzte Bohne? Ich will sie finden! Und bam! Am liebsten kämpfen sie in diesem Dreieck zu 5. Ja, mach halt. Es ist mir alles egal. Es ist so einfach, das abzuwehren, weil man sofort weiß, dass sie, wenn sie in der zweiten Wolke sind, so eine halbe Sekunde später auf mich zukommen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mit denen zu diskutieren. Ich hau mal meinen Angriff höher und setze den roten Panzer ein. Dann sollten die eigentlich alle sterben. Weil das Angriffsplus, das gilt auch für Luigi. Ja, einer ist weg. Obwohl, es wird knapp. Vielleicht wäre doch Bomben-Derby besser gewesen, aber das hätte mich halt auch mehr BP gekostet. Ja. Ja, Moment, Moment. Luigi darf ja auch nochmal. Wenn er noch seine Shell macht. Oder machen wir mal Blume zur Abwechslung. Selbst wenn es kein Exzellent ist, dürfte es eigentlich reichen. Ist es aber geworden! Yeah!
Bam! Schön. Oh, in letzter Zeit haben wir es echt drauf. Level up. 30. Boah, jetzt hat er auch schon 6 bei KP und 5 bei Angriff, Mann. Sogar 4 bei Geschwindigkeit. Bart? Nee. Überhaupt nicht. Nee, auch nicht. Ist noch zu wenig. Es gibt keinen einzigen Vierer. Dann mache ich diesmal wirklich... Ja, BP, das sind sogar 5er. Nein! Und ich habe eine 3 bei so vielen Vierern und Fünfern. Scheiße. Ja, ich habe halt auf gut Glück gemacht, aber... Es war auf gut Pech, leider. Scheiß Dreck. Ja, doch, machen wir auch bei ihm. Und er ist schlauer. Er macht sich eine 4 rein und ist jetzt bei 61. Ja, Luigi hat das auch nötiger eigentlich als Mario, oder? Gut, in der Traumwelt ist es dann wieder wichtiger, dass Mario gute BP hat. Also, man sollte das nicht ganz vernachlässigen, diesen Wert. Jetzt muss ich da hoch. Und dann geht's weiter, da bei der grünen Röhre. Aber erstmal lesen. Beobachte die Bewegungsmuster. Ja, gut. Das sollte mir das nur erklären, aber das weiß ich doch schon. Ich war schon im Pilzwaldpark. Ach so. Ja, ist doch einfach. Kommt doch wieder Trottel da hoch. Boing. Und dum dum dum. Runter in den Untergrund. Oh, wieder die coole Höhlenmusik. Yeah. Selbst hier gibt's Diebe? Das finde ich aber blöd. Und da ist die letzte Bohne. Yes. Nice. Wir sind fertig mit den Bohnen. Gleich mal alle nutzen. Du, 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 du. Herzbohne für dich. Brüderbohne für euch beide. Und die Tempobohne auch für euch beide. Aber Bart bekommt alles Mario, weil der ja diesen entsprechenden Bonus hat. Ihr wisst ja Bescheid. Muss ich ja nicht nochmal erklären, warum ich das so mache. Was? Jetzt sind sie schon zu sechst? Alter. Zum Glück haben die nicht so viele KP. Oder ich bin einfach zu stark, was weiß ich. Und die treffen mich zum Glück auch nie. Ja, können wir gechillt angehen. Und zwar werde ich das jetzt... Wie mache ich das? Nochmal Bomben-Derby? Ja, Bomben-Derby. Muss halt klappen. Ja, jetzt war ich ein bisschen langsam. Hoffentlich reicht's. Yeah! Bam! Schön. Perfekt. Das ist so geil. Das ist so geil, dass der Effekt damit einfließen kann. Vom Hammer. Hammermäßig. Habt ihr verstanden? Hammermäßig. Ja, ja, ich meine Flachwitze. Bam. Das Einzige, was mich hier bei denen nervt, ist, dass die noch schneller sind als ich. Aber das kann man sowieso... Ups. Ja, was mache ich denn jetzt? Trottel. Gib mir meine Kohle zurück. Wollen sie vertuschen, wer es ist? Ich töte einfach alle. So schaut's aus. Dann werde ich das Geld schon irgendwo finden. Ja, die Attacke habe ich jetzt voll drauf eigentlich. Das braucht Übung. Ich konnte die am Anfang überhaupt nicht, aber jetzt seht ihr es ja selbst, dass ich sehr gut bin. Okay, wieso lebt jetzt da noch einer? Und selbst mein Orden... Doch. Hey, kann das sein, dass der Ordeneffekt da... was war das? Der Hammer-Effekt da jedes Mal eintritt? Dann ist es ja voll overpowered, ey, in dieser Kombination. Oh, sind wir stark, Mann. Wir rocken alles zusammen. Kommen die auch noch da? Dann können wir im nächsten Part die Höhle in Ruhe erkunden, ohne nervige Gegner. Bam. Mach deinen Angriff, wenn du unbedingt willst. Und dann geh nach Hause. Verdient euer Geld doch mal auf ehrliche Weise. Diebe. Klauen. Also ich habe noch nie was geklaut. Oder? Jetzt muss ich nachdenken. Vielleicht ein, zwei Mal als dummes Kind, aber...
Aber so wie man das kennt, so mutprobenmäßig und so eine Scheiße. Nee, niemals. Da war ich immer schlau genug, so eine Kacke nicht zu machen. Ich hatte auch nie die falschen Freunde, weil solche Arschlöcher habe ich immer gemieden. Aus gutem Grund. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Meine Eltern übrigens auch. Und das ist schon sehr wichtig, dass man in der Schule nicht an die Falschen gerät. So, schade, dass ich dieses Thema jetzt am Ende des Parts angekreidet habe, weil jetzt muss ich langsam aufhören. Ich schieße mich jetzt noch darüber. Ja, wie hoch muss ich denn sein? So? Ja, so. Und hier geht es dann im nächsten Part weiter. Danke für den Daumen hoch und